Ob der heutige Whisky was für mich ist, das erfährst du in dem Video. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal zu einem neuen Video. Schön, dass du die Zeit nimmst, mit mir einen Whisky zu verkosten. Es geht weiter im Adventskalender mit dem Türchen Nummer 15. Ich bin gespannt, wie jeden Tag im Moment. So, und es ist ein Isle of Raasay Hebridean Single Malt Scotch Whisky, 46,4% Volumenalkohol, Sherry Finish. Ja, da bin ich mal gespannt. So, ich mach erstmal aus und rein da. Also, es war ja hierbei ein Glas von Isle of Raasay bei. Und da habe ich mich kurz ein bisschen mit der Brennerei befasst und bin auch auf einen Whisky gestoßen. Das müsste jetzt tatsächlich dieser hier sein. Der wird gebrannt aus getorften und ungetorften Malz. Und die Rohbrände lagern dann in drei verschiedenen Fässern, und zwar parallel zueinander. Immer in einem First Fill Rye Fass, einem Virgin Oak Fass und einem Bordeaux Rotwein Fass. Und am Ende werden die dann wieder miteinander vermählt. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt. Er ist nicht gefärbt, nicht kältefiltriert, das weiß ich. Und er hat eine schöne, ja, natürliche Farbe, ein Blassgold ist das. Vom Schlierenbild ist er ölig, aber fein. Und das gibt von mir schon mal zwei Punkte. Die Flasche von Isle of Raasay ist... die hat einen kurzen Flaschenhals, dann gibt es eine breite Schulter, die gerade nach unten verläuft, mit einem Etikett, was ich glaube, durchsichtig ist. Und die Flasche hat auch ein Relief rundherum, so dass, wenn man meines Erachtens das Etikett entfernen kann, das weiß ich nicht, ob man das kann, ob das nur aufgeklebt ist oder gedruckt ist, dass man das auch mit einem schönen Verschluss, einem Glasverschluss oder so, als eigenständige Karaffe verwenden könnte. Ne? So eingeblendet. Du siehst das hier. Gut. Die Flasche selber, die gefällt mir halt sehr gut. Ich würde da 2,5 Punkte für geben, weil die ist wirklich aufwendig. Und für die, die das Punktesystem von mir noch nicht kennen, ich habe 6 Kategorien in Flaschendesign, Aussehen des Whiskys, Geschmack, Geruch und Nachklang sowie Spaß. Spaß ist dann das Spielen mit Wasser, um die Trinktemperatur ein bisschen runter zu bekommen, um andere Aromen rauszukitzeln noch aus dem Produkt. Aber das wird bei, 46,4%, naja, schwierig werden. Ich bin mal gespannt. Ich kenne Raasay gar nicht. Und daher lasse ich ihn jetzt atmen und dann probiere ich ihn gleich. 20 Minuten später. Genug geatmet, jetzt wird gerochen, probiert und bewertet. Also, im Geruch habe ich rote Früchte, Rauch, eine schöne, dezente Note Rauch, leichte Holznote. Das wird von dem Virgin Oak Fass kommen. Eine schöne Süße. Und das war es auch ein wenig schon. Ich probiere. Cheers. Also über das Alter ist übrigens nichts bekannt. Also ich habe nichts gefunden. Oh, ein sehr vollmundiger,
Ich würde schon fast sagen, auch komplexer Whisky. Ich habe die roten Früchte und den Rauch. Dann kommt eine Süße. Leichtes Mandelaroma. Eine Salzigkeit. Und das macht das sehr. Und hinterher nochmal kommen nochmal so getrocknete Früchte nach. Oh, jetzt der zweite Schluck. Kommen so richtig kandierte Früchte sofort. So richtig süß und fruchtig, also entweder reif oder kandiert. Also richtig, richtig schön. Und richtig kraftvoll auch. 46,4%. Er belegt gerade die Zunge ein bisschen mit einer Pfeffrigkeit. Schon, ja. Es ist nicht die alkoholische Schärfe, sondern eine leichte Pfeffrigkeit. Das steht ihm gut. Das macht Spaß, ja. Langanhaltend ist der, ich habe es jetzt wirklich lang schon, leichte Kernobst, Steinobstnote, Steinobst würde ich sagen, ja. Eher in Richtung, ja, ich schwankte gerade zwischen Birne und Richtung Pflaume gehe. Also, tatsächlich geht es Richtung Pflaume. Es ist nicht ganz intensiv und deshalb nicht ganz eindeutig, aber schon, ja, man kann es differenzieren, das geht. Eine schöne Torfnote, auch im Abgang. Oh, gefällt mir gut. Vom Geruch her hat er jetzt nicht so viel, aber intensiv gehabt. Da bekommt er eine 2. Und im Geschmack, ja, definitiv eine. Definitiv. Ich dachte das so lustig hier, aber 2 bis 2,5. Da schwank ich. Ich gebe ihm mal eine 2,5. Im Nachklang ist er halt. Ja, er ist langanhaltend, ist aber auch ein bisschen langweilig dann da. Wird dann das, was er im Geschmack hat, das verliert er im Nachgang. Da kriegt er eine 1,5. Und beim Spaß, ich mache nur ganz wenig, nicht, dass das zu verwässert direkt wird. Das wäre ja nicht schön. Das. Die, also der Rauch bleibt ein bisschen, die Eiche bleibt ein bisschen, die reifen Früchte, kandierten Früchte gehen etwas zurück. Cheers. Ja, er wird, ja, ich finde schon fast, er ist jetzt schon drüber, schon verwässert. Aber grundsätzlich sind alle Aromen jetzt herabgesetzt, gedämpft. Wer jetzt nicht dieser pfeffrige Zungenbelag ist jetzt nicht so intensiv. Also wer das nicht mag, der kann ihn tatsächlich ein bisschen herunterholen. Ich würde ihm jetzt eine 1 geben dafür im Bereich Spaß, weil man kann ein bisschen damit spielen. Und wer ein relativ komplexes Getränk haben möchte, der kann den nehmen und kann dann, aber wer diese Intensität nicht haben möchte, meine ich damit, der kann ihn ein bisschen runterbringen. Ja. Schreib mal in die Kommentare, ob du Rasai kennst, Isle of Rasai, was es da noch Leckeres geben könnte. Und was mir, wenn ich hier sehe, Sherry Finish, diese Rosinennoten, die fehlen mir jetzt hier tatsächlich noch ein bisschen. Da müsste man eigentlich nochmal an den Geschmack gehen, aber nee, mache ich jetzt nicht. Ich lasse ihn jetzt bei 2,5. Somit haben wir im Ergebnis eine 2,5, eine 4,5, eine 6,5, eine 7, eine 9, eine 9,5, eine 10,5, eine 11,5, 11,5. Auf der Skala sind 1,92 im
Endergebnis. Ja, somit im vorderen, in der vorderen Hälfte der Bewertungsskala im Moment angesiedelt. Wenn dir das kleine, aber feine Video gefallen hat, dann lass ein Like da, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, dann verpasst du keins mehr der Videos, die ja jeden zweiten Samstag um 14 Uhr erscheinen oder bis Heiligabend 2023 täglich aufgrund des Adventskalenders. In dem Sinne, Cheers und Tschüss.